So, wunderschönen guten Tag zu unserem Webinar von Grillmans Direct 20.5. Freut mich, dass sich so viele angemeldet haben zu der Produktvorstellung. Wer wird heute dabei sein? Und vielleicht kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Wolfgang Holzapfel. Ich bin bei der Pediatrician Account Manager, also für unsere Kunden in diesem Umfeld zuständig. Mit dabei als Unterstützung habe ich heute den Markus Oehrle von der Technik. Markus, bist du da? Hallo Wolfgang, ich bin da. Wunderbar, super. Dann können wir doch auch gleich einsteigen in das Thema Grillmans Direct 20.5 und den entsprechenden Erweiterungen, Neuerungen. Kurz zur Agenda. Wir werden über die verschiedenen Bestandteile von Elements Direct drüber gehen. Das heißt, wir werden ins Modeling kurz einsteigen, Annotation, dann auch der Blog, was hat sich getan im Zusammenspiel mit Cleopatra-Metric, über die verschiedenen Plattformtechnologien, Visualisierung, Erweiterung, Plattform und natürlich den Model Manager. Ein kurzer Ausblick auch dahin. Steigen wir ein mit Grillmans Direct Modeling. Im Modeling gab es drei Hauptbereiche, wo Erweiterungen durchgeführt wurden. Einmal im Bereich der Simplifizierung, im Sheet Metal und im Bereich der Konfigurationen. Der Markus Oehrle wird uns anhand von einigen Beispielen durchführen und das auch kurz praktisch zeigen. Und ich werde mit dem Thema Simplifizierung, das wird der erste Teil sein, wo wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Wie viele vielleicht auch wissen, Simplifizierung ist ein extra Baustein, ist nicht in der Standardlizenz enthalten, also erfordert eine eigene Lizenz. Viele haben es heute schon über die verschiedenen Advanced-Pakete schon im Haus, nützen es vielleicht aber noch nicht so. Das heißt, gerade für unsere Kunden, die hier Lizenzen an der Stelle haben, ist es eigentlich sehr interessant, diese jetzt auch vielleicht zu aktivieren, wenn sie bis heute noch nicht so intensiv genutzt wurden. So, Markus, ich würde sagen, ich übergebe dir das Wort. Einige der wesentlichsten Neuerungen in der Version 20.5 betreffen die Vereinfachungen. Hier wurden insbesondere fünf wesentliche Punkte verbessert oder neu entwickelt. Zum einen die verbesserten Vereinfachungsergebnisse, unter anderem für Verschmelzungen mit Teilen unterschiedlicher Auflösung, ebenso für untrennbare Baugruppen, die Bibliotheksteile enthalten. Es wurde eine neue Funktion für Verschlussflächen eingeführt, um das Entfernen verborgener Teile zu erleichtern. Ebenso gibt es eine neue Spezialtaschenentfernung, die größere und komplexere Taschen behandeln bzw. erkennen kann. Der vierte Punkt sind Vereinfachungscontainer, die neue Möglichkeiten zum Einrichten von Methoden rund um das Zusammenführen und Zuordnungen von Vereinfachungskörpern ermöglichen. Ebenso eine verbesserte Sichtbarkeitsanalyse. Und der fünfte Punkt ist eine neue Oberflächensammlungsmechanik, die ein neues Konzept beinhaltet, das nur äußere, also sichtbare Flächen für die Flächensammlung erfassen kann. Ebenso unterstützt es Verdeckungs- und Verschlussflächen. Um eine Verschlussoberfläche zu definieren, kann ich über die Struktur eine Funktion erstellen, eine Vereinfachungsfunktion erstellen. Sie wird einer Baugruppe oder einem Teil zugeordnet. Ich kann, wenn mehrere Vereinfachungen vorhanden sind, auch hier die entsprechende vordefinierte Vereinfachung auswählen. In unserem Fall die Verschlussoberflächen. Und man sieht, hier sind schon Verdeckungsflächen vordefiniert, die im Vorfeld erstellt wurden. Ich kann diese Flächen beeinflussen über einen Sammler. Ich kann Flächen hinzufügen oder entfernen. Ich kann den Sammler abschließen und so meine Konfiguration vornehmen. Wichtig ist, die verdeckten Teile zu entfernen. Erst dann wird durch einen Klick auf die Vorschau angezeigt, wie diese Vereinfachung später ausschauen wird.
nächste Funktion beschäftigt sich mit den Vereinfachungsbehältern. Hiervon gibt es drei verschiedene Arten, und zwar die Verschmelzung, die Zuordnung oder die Verdeckung. Wir wollen mit der Zuordnung beginnen, wählen die entsprechende Funktion aus, wählen einen Besitzer für unseren Behälter aus und wählen einen entsprechenden Namen. Danach wählen wir einen bereits vordefinierten, ein vordefiniertes Bauelement oder eine vordefinierte Baugruppe aus, die unserer Baugruppe zugeordnet werden soll. Zieht es hier nach unten in den entsprechenden Behälter und man sieht im Halbschnitt, es handelt sich um eine vereinfachte Darstellung von Zylinder und Zylinderkopf. Wenn ich die entsprechende Vereinfachung ausführe, ist darauf zu achten, dass der Vereinfachungsbehälter angewählt wird und der entsprechende Besitzer natürlich mit der entsprechenden Vereinfachung. Die Vorschau zeigt dann an, dass das Bauteil aus dem Behälter jetzt unserer Baugruppe zugeordnet ist und die Originalbauteile ersetzt. Im Gegensatz dazu gibt es den Behälter Verschmelzen. Dieser wird ebenfalls einer Baugruppe oder Unterbaugruppe zugeordnet und entsprechend bezeichnet. Auch dann kann ich hier entsprechende Bauteile einfügen. Man sieht auch hier, es handelt sich hierbei um eine Vereinfachung des Kolbens, der sich jedoch im ersten Moment nicht auf die Kurbelwelle auswirkt. Wenn ich aber diese Vereinfachung ausführe, ich wähle hier entsprechend den Besitzer aus und ich klicke die Vorschau an, dann werden diese Elemente, die sich hierin befinden, verschmolzen und nicht wie bei der vorherigen Vereinfachung zugeordnet. Der dritte Containertyp bezieht sich auf eine Verdeckung. Auch hier wird wieder ein Besitzer ausgewählt und ein Name vergeben. Hier können jetzt, ähnlich wie bei der Verdeckungsfläche, Flächen definiert werden, die für die Verdeckung und damit den Ausschluss der integrierten Bauteile verwendet werden sollen. Im Gegensatz zur reinen Verdeckungsfläche können hier auch Nicht-Körperelemente, also sprich frei definierte Flächen, verwendet werden. Diese Elemente werden dann wieder in den Behälter eingefügt und beim Ausführen der Vereinfachung durch den entsprechenden Haken definiert. Die letzte Neuerung betrifft die Flächen, mit denen die sichtbaren Flächen als Flächenteil ausgegeben werden können. Auch hier wählen wir einen entsprechenden Besitzer mit der dazugehörigen Vereinfachung. Es wird ein Startpunkt definiert, den wir aber beliebig ersetzen können, sofern es notwendig sein sollte. Ich kann definieren, welche Richtungen berücksichtigt werden sollen bei der Erstellung der Flächen. Neben den 6 Hauptraumrichtungen können auch noch weitere Richtungen über eine Winkeleingabe eingefügt werden. So kann ich relativ einfach alle sichtbaren Flächen darstellen und es wird nach Abschluss oder nach Ausführung der Vereinfachung ein Flächenteil erzeugt. Dieses Flächenteil beinhaltet alle sichtbaren Flächen meines Modells. Ebenso kann ich auch hier Schließflächen definieren. So können beispielsweise diese Flächen als Schließfläche angegeben werden.
Auch dann werden diese beim Berechnen des Flächenmodells angezeigt. Wird diese Funktion gewählt und es sind mehrere Vereinfachungselemente innerhalb einer Hauptvereinfachung angegeben, wird die Berechnung der Flächen immer als letztes Modell oder als letztes Modul berechnet. Die Funktion Sondertaschen oder Spezialtaschen entfernen befindet sich unter den Geometrien. Auch hier kann, sofern vorhanden, eine bereits bestehende Vereinfachung ausgewählt werden. Wir wählen die Sondertaschen entfernen und auch hier ist zu sehen, dass bereits Flächen, die als Sondertaschen fungieren sollen, vorgewählt wurden. Neben verschiedenen anderen Optionen kann ich eben diese Formelemente anwählen, die erkannt werden sollen, oder ich kann Taschen manuell definieren, wie vorhin über die Auswahlliste, in der ich Flächen an- oder abwählen kann. Wir wählen auch hier die verdeckten Flächen für die Taschenentfernung zu aktivieren, damit diese Flächen entsprechend berücksichtigt werden. Weiterhin können Größenbeschränkungen ausgewählt werden für Formelemente, die eine gewisse Größe überschreiten bzw. eine gewisse Tiefe oder einen Durchmesser. Das haben wir hier angewählt mit 4 mm oder angegeben mit 4 mm. Wir sehen in der Vorschau, dass jetzt sowohl die Ausschlusstaschen beseitigen will, als auch diese Durchmesser, die kleiner 4 mm sind. Wir können nun diese Vereinfachung ausführen. Auch hier haben wir unsere entsprechende Vereinfachung gewählt, Sondertaschen entfernen. Es wird eine Teilevereinfachung werden, daher muss diese Option angehakt werden. Und jetzt sehen wir deutlich, wie diese Funktion sich auswirkt. Die entsprechende Fläche ist entfernt worden. Hier oben ist auch diese Fläche entfernt worden, genauso wie die Fläche hinter dem Auspuff. Super, Markus. Ich sehe im Bereich der Simplifizierung, es ist ja immer ein Thema, bei vielen Kunden ein Thema. PDC hat hier sehr viel Arbeit und Energie reingesteckt. Und für viele Kunden, denke ich, ist da was dabei, um produktiver in diesem Segment zu werden, wenn es um den Bereich Know-how-Schutz geht oder wenn ich auch an nachgelagerte Applikationen denke, die nicht diesen Detaillierungsgrad brauchen. Also ich denke, für viele Kunden ist da was dabei. Wie schätzt du es ein, Markus? Absolut, Wolfgang. Also ich habe mir jetzt wirklich Gedanken gemacht, wie ich dieses Modul, das tatsächlich leider sehr stiefmütterlich nur behandelt worden ist, wirklich aufgewertet werden kann. Ich habe viele Möglichkeiten, Wiederholgeometrie zu verwenden. Also ich muss diese Definition einmal erstellen und kann sie wiederholt verwenden. Ich habe auch mehr Möglichkeiten, was die Flächenerstellung angeht, wenn es wirklich nur um Flächenmodelle geht, die ich mit meinem Partner austauschen möchte. Also hier hat sich wirklich einiges getan, was dieses Modul nochmals aufwertet. Sehr schön, gefällt mir. Gehen wir zum nächsten Thema, Markus, und zwar geht es um das Thema Sheet Metal. Im Sheet Metal-Bereich wurden, ich sag mal, kleinere Verbesserungen jetzt durchgeführt, die doch für viele interessant sind, weil sie einfach für die Fertigung von Blechteilen sehr relevant sind. Und wir gucken uns doch mal das eine oder andere an, wenn ich das so sehe. Ja, Unterstützung, Mehrstufe-Funktion, Aufklappen, 2D-Flächenerstellung, verbessere Infotextanhänge, grundlegend die Unterstützungsfunktion zum Löschen, Ändern, Verschieben, sind doch Themen, die immer wieder bei den Kunden auftauchen. Genau, auch hier tatsächlich ein deutlicher Mehrwert für die Kunden entstanden, was die Detaillierungsgrade der Zeichnung angeht, aber was das Bewege oder Beeinflusse von mehrstufigen, vor allem mehrstufigen Features im Bereich Sheet Metal betrifft. Gut, dann gucken wir mal rein. Gerne.
Die Anwendung Sheet Metal bietet in der Version 20.5 einige Neuerungen, was die mehrstufigen Formelemente bei Blechteilen betrifft. So kann ein höherer Detaillierungsgrad bei der Darstellung der Abwicklung im 2D- oder im 3D-Prozess erreicht werden. Weiterhin können, wie bisher, Formelemente auf bereits geprägte Basisflächen erstellt werden. Dazu wähle ich die entsprechende Basisfläche und mein Werkzeug aus, definiere, sofern notwendig, einen Winkel und richte dann dieses neue Formelement auf dem bestehenden Element aus. Die 2D-Abwicklung zeigt den erhöhten Detaillierungsgrad. Im Bereich der Mehrstufigkeit, so sind hier sämtliche sichtbaren und projizierten Linien zu erkennen. Durch einen Befehl können diese Linien, Detaillierungsgrad gemindert werden. Das heißt, nun sehe ich von denselben Abwicklungen entsprechend weniger Details. Weiterhin können einzelne Formelemente aus dem Verbund herausgelöscht werden. Einzelne Formelemente können geändert werden. Dazu wähle ich das entsprechende Formelement an. Wechsle das Werkzeug auf das von mir gewünschte und nehme dann dieses neue Formelement. Genauso können Formelemente im Verbund bewegt werden. Hierzu ist es nur wichtig zu erwähnen, dass diese Bewegung innerhalb der bestehenden Arbeitsebene oder Projektionsfläche geschehen muss. Ebenso hängt die Darstellung der Zeichnungsabwicklung vom Detaillierungsgrad ab. Somit kann bei Erstellen einer Abwicklung dieser Detaillierungsgrad angegeben werden. Im Moment bewegen wir uns im niederen Detaillierungsgrad, was hier an den Details zu erkennen ist. Wenn wir den Detaillierungsgrad wieder erhöhen, durch Eingabe des entsprechenden Befehls, wird die neue Abwicklungsansicht im entsprechend höheren Detaillierungsgrad angegeben. Auch zu sehen sind die Werkzeugbezeichnungen für die mehrstufigen Elemente, nicht nur wie bisher in der einstufigen Darstellung. Super, das sieht wirklich interessant aus. Hat sich doch auch für die Kunden im Blechbereich etwas getan, wo ja, der eine oder andere schon länger drauf wartet. Meine Frage, war das jetzt Standard-Sheetmetal oder hat das jetzt jeder in seinem Sheetmetal oder braucht man das Sheetmetal-Paket dazu? Hast das ist das erweiterte Sheetmetal-Paket. Das ist nicht das Standard-Blechmodul, das im Lizenzpaket dabei ist, sondern hier geht es wirklich um Sheetmetal, um die Erweiterung. Ja, okay. Prima. Super. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt, Konfiguration. Konfigurationen werden sehr häufig verwendet. Ja, hin und wieder kommt es zu unbeabsichtigten Positionsänderungen, weil man vielleicht nicht richtig erkannt hat hinter der Konfiguration, was da alles sich verbirgt. Auch da hat PTC jetzt dran gearbeitet. So wie ich das verstehe, Markus, auch sehr intuitiv in der Anwendung. Absolut. Also Konfigurationen sind ja eines meiner Lieblingselemente von Creo's Direct Modeling, weil ich ja neben der Positionierinformation auch wirklich ja die Kameradarstellung beispielsweise abspeichern oder hinterlegen kann hinter der Konfiguration. Oder ich kann den Ansichtsbaum entsprechend konfigurieren und über eine Konfiguration aktivieren. Und dort passiert es, wie du richtig gesagt hast, öfters, dass man sich innerhalb einer Konfiguration befindet, das vielleicht nicht mehr unbedingt merkt, Teile bewegt und dann plötzlich merkt, oh, das war jetzt nichts, jetzt kann ich die Arbeit erstens wieder rückgängig machen und zweitens dann im Original wiederherstellen. Und da hat jetzt PTC einfach diese Hintergrundfarben sich da ausgedacht. Ist sehr, sehr einfach, sehr deutliches Merkmal, dass eine Konfiguration aktiv ist.
Ich kann es einmalig einrichten, welchen Farbverlauf ich gerne hätte, und werde es so bei jedem Fenster bei aktiver Konfiguration wieder sehen. Wunderbar, Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Schauen wir uns das einfach mal an. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, das Hintergrundfenster für aktive Konfigurationen einzufärben. Hier kann ein Farbschema mit bis zu 3 alternativen Farben ausgewählt werden, damit ich auf einen Blick erkennen kann, ob ich mich innerhalb einer aktiven Konfiguration befinde oder ob keine Konfiguration angewählt wurde. Die Hintergrundfarben kann ich über das Farbmenü einstellen und hier gibt es einen weiteren Unterpunkt. Unter der Standardfenster Hintergrundfarbe gibt es jetzt eine Hintergrundfarbkombination für aktive Konfigurationen, bei der ich bis zu 3 Farben für einen Farbverlauf auswählen kann. Diese Funktion ist sehr wichtig, damit Arbeiten in aktiven Konfigurationen ungewolltes Arbeiten in aktiven Konfigurationen verringert werden kann, da das unter Umständen eine sehr große Nacharbeit mit sich bringt, wenn die Teile nicht in der passenden oder nicht außerhalb der passenden Konfiguration bewegt werden. Sehr schön gelöst, würde ich sagen. Also ich denke absolut. Auch an der Stelle macht absolut Sinn. Es ist für jeden sofort ersichtlich anhand der Farben. Aha, ich bin gerade in der Konfiguration drin und ja, verhindert mehr Arbeit, muss man echt so sagen. Sehr unaufdringlich und sehr doch sehr deutlich. Wunderbar. Sind wir schon beim nächsten Thema? Von 3D kommen wir zu 2D, gehen wir ins Annotation. Und im Annotation gab es auch einiges, was sich getan hat, Richtung mehrsprachige Zeichnung, Oberflächenangaben und im DXFDWG Datenaustausch, wobei das letzte ist eigentlich ein Dauerbrenner, da wird eigentlich immer dran gearbeitet. Aber die mehrsprachigen Zeichnungen, das ist ja was, wo viele schon immer nachgefragt haben. Das begegnet uns ja immer wieder in Projekten, weil die Kunden doch sehr international unterwegs sind. Und mir scheint so, da wurde richtig Arbeit reingelegt, Markus, oder? Absolut. Also auch hier muss man den Lob aussprechen. Diese mehrsprachige Zeichnung mit Tabelle, mit Übersetzungstabelle, bringen wirklich einen Mehrwert. Also man sieht es jetzt hier schon in der Voransicht. Ich kann für verschiedene Sprachen Tabellen hinterlegen und kann dann auf der Zeichnung oder auf den Zeichnungen die entsprechende Hauptsprache, Sekundärsprache auswählen. Und ich habe somit immer eine gleiche Übersetzung. Also hier ist auch kein Platz für, ich nenne es mal Wildwuchs, dass jeder Konstrukteur, jede Konstrukteurin hier vielleicht anders übersetzt, sondern hier habe ich eine klar definierte, unter Umständen firmenweite Tabelle für diese Übersetzungen, die ich sehr schnell an- und abschalten kann. Sehr schön, ja. Also da bin ich mal gespannt. Gucken wir mal rein. Ja. Im Modul Annotation der Version 20.5 gibt es eine Neuerung genannt Multisprache. Diese Funktion ermöglicht es, Zeichnungen tabellengesteuert mehrsprachig zu erstellen. Das heißt, ich habe eine Sprachentabelle, in der ich verschiedene Begriffe in verschiedene Sprachen übersetzen kann und diese Sprachen bei der Erstellung der Zeichnung dann auswählen und definieren kann. Um dieses Modul zu starten, wurde ein neuer Untermenüpunkt eingeführt, die Multisprache. Ich kann hier diese Funktion aktivieren und deaktivieren. Nach dem Aktivieren der Funktion habe ich 3 neue Befehle. Der erste bezieht sich direkt auf die Multisprachentabelle. Und hier ist schon zu sehen, wie die verschiedenen Begriffe in den verschiedenen Sprachen eingegeben werden können. Weiterhin kann ich diese Begriffe auch in einen gewissen Kontext bringen, der frei eingebbar ist, genauso wie eine Kategorie, nachdem ich dann später in diesem Bereich hier sortieren bzw. filtern kann. Somit kann ich die angezeigten Begriffe ausdünnen und meinen gesuchten Begriff schneller finden. Ebenso kann ich eine direkte Suche verwenden, in die ich einen Begriff eingebe und ich kann dann durchsuchen, wo immer mein Begriff auftaucht und kann dann den entsprechenden Begriff in meiner
Textübersetzung oder in meiner Bemaßung verwenden. Diese Tabelle kann benutzerabhängig hinterlegt werden, sie kann aber genauso standort- oder unternehmensabhängig abgelegt werden, sodass hier eine unternehmensweite einheitliche Sprachenübersetzung gewährleistet wird. Der zweite Menüpunkt definiert die Sprachen, die angezeigt werden. Es gibt immer eine Primärsprache, die immer angezeigt wird, und es gibt eine optionale Sekundärsprache. Hier kann ich auch auswählen, keine Sekundärsprache verwenden zu wollen. Dann taucht entsprechend nur der Hauptbegriff auf. Der dritte Menüpunkt hebt die Multisprachenelemente hervor. Wenn ich hier draufklicke, dann wird hier unten diese Oberflächenangabe hervorgehoben. Hier haben wir schon eine Verknüpfung zu der Multisprachentabelle angelegt. Um ein solches Element zu verknüpfen mit der Tabelle, klicke ich auf die Bearbeitung. Ich bearbeite den entsprechenden Text, und sobald ich im Texteditor bin, kann ich auf die Multisprachentabelle zugreifen, kann meinen entsprechenden Begriff hier aus der Liste auswählen. Ich kann ihn auch suchen und dann den Text abrufen und somit mit dem entsprechenden Textfeld verknüpfen. Hier haben wir jetzt schon die englische Übersetzung angegeben. Genau dasselbe kann ich auch für Bemaßungen, Form- und Lagetoleranzen, Oberflächentoleranzen eingeben. Auch hier wähle ich das entsprechende Menü, gehe in die Bemaßungseigenschaften und kann dann im Feld Fixtext gewisse Präfixe oder andere Fixtexte angeben. Ich wähle wieder meine Multisprachentabelle aus, suche mir meinen entsprechenden Begriff, rufe diesen ab. Und Sie sehen, er wird hier schon übernommen. Anschließend könnte ich dann die Einstellung bearbeiten und könnte jetzt von der Sprache Englisch auf beispielsweise Italienisch wechseln. Und es wird live durchgerechnet und die neuen Begriffe werden angezeigt. Form und Aussehen dieser Zusatztexte kann ich ebenfalls über diese Vorgaben hier definieren. Das heißt, ich kann prinzipiell schon voreinstellen, welche Sprachen überhaupt angezeigt werden, was primär meine Hauptsprache sein soll, wenn ich es nicht manuell verändere für eine neue Zeichnung. Ich kann spezielle Schriftarten für die einzelnen Sprachen definieren oder ich kann Größenverhältnisse zur Originalsprache, also ein Faktor von 0,75 zur Größe der Originalsprache einstellen. Genauso kann ich die Schriftart oder die Schriftfarbe der zweiten Sprache einstellen. Ich kann auch auswählen, ob ich den Zusatztext in einer separaten Zeile anzeigen lassen möchte. Wenn ich das nicht möchte, sondern ich habe eine einzeilige Eingabe, dann kann ich entsprechend das Trennzeichen definieren. Hier der Schrägstrich, der hier definiert wird. Ebenso kann ich hier den Multisprachentabellenpfad einstellen, wie erwähnt, auf Benutzer-, Standort- oder Firmenebene. Sehr, sehr schön. Also da bin ich sicher, da freuen sich schon einige Kunden drauf, in die Richtung arbeiten zu können. Ganz genau. Bisher hat man dann mit manueller Übersetzung gearbeitet, mit mehreren Blättern derselbe Zeichnung, um diese Mehrsprachigkeit zu erreichen. Und jetzt kann ich es wirklich auf Knopfdruck auf einem Blatt das Ganze darstellen. Ja, also da sehe ich auch viel Potenzial und es wird vielen Kunden gefallen, dass sich jetzt hier andere Möglichkeiten ergeben, die deutlich Arbeit einsparen werden. Ja. Gehen wir weiter. Unterstützung Oberflächenangaben nach ISO 25178 und besser DXF und DWG-Ausgabe. Ja, ich denke, ja, wer mit der ISO zu tun hat, dem wird es bekannt sein und hat wahrscheinlich schon lange darauf gewartet, dass da in der Richtung jetzt was passiert. Ich denke mal, das ist jetzt was, vielleicht nicht für jeden, für viele, ja. Aber auf jeden Fall haben wir da jetzt etwas reinbekommen, was einem da unterstützt.
Und auch im Bereich DXF-DWG bei den Imports-Exports gab es Verbesserungen. Es gibt ja immer so eine ganze Liste, was zu PDC auch über uns, über PDS Vision zurückgemeldet wird, wo man entsprechende Möglichkeiten hat, es zu verbessern. Vielleicht aber auch an der Stelle eine Information. Wir haben auch hier drüber hinaus Möglichkeiten, noch mehr zu tun. Also wenn Sie sehr viel im Datenaustausch unterwegs sind und auch das, was PDC heute anbietet, Ihnen nicht ausreicht, gibt es von uns hier Zusatzmöglichkeiten und Entwicklungen, wo wir Zugriff haben auf das DXF-Format, um noch tiefer in die Daten reinzuschauen und auch Möglichkeiten, hier Verbesserungen im Datenaustausch herbeizuführen. Also da gerne uns ansprechen. Da können wir unterstützen. Ja, da haben wir Möglichkeiten, das noch besser zu gestalten. Ja, wie sieht's aus? Zusammenspiel von Grillman's Direct mit Creo Parametric. Ist ja so, Creo Parametric kann immer tiefer in die Daten auch von Elements Direct reinschauen. Es wird daran immer gearbeitet, auch hier mehr an Creo Parametric zu übergeben, damit dort auch die Daten weiter genutzt werden können. Im Bereich der Konfiguration hat sich da was getan zu Creo 8 und Creo 9. Wir sind jetzt auf Creo Parametric Seite, in der Zwischenzeit auf Version 9. Und hier werden gerade diese Weiterverwendung dieser entsprechenden Konfigurationen, hat sich da zu Creo 9 nochmal was getan unter 20.5. Das hilft wieder, um auch mit diesen Daten einfach hier nachher einfacher weiterarbeiten zu können. Gleiche haben wir hier im Bereich von den entsprechenden Flächenkanten, die aufgeprägt wurden in Elements Direct, um die zu übergeben, aber auch Dinge wieder von Creo Parametric zurück zu übergeben an Elements Direct. Und ich meine, wir können da das ein oder andere uns kurz mal anschauen, Markus, oder? Genau, da haben wir was vorbereitet. Da zeige ich was. Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, aufgeprägte Flächen zwischen Creo Elements Direct Modeling 20.5 und Creo Parametric auszutauschen. So können wie bisher in Modeling Flächen aufgeprägt bzw. getrennt werden und diese Flächen bei Bedarf auch eingefärbt werden. Nach dem Öffnen dieses Bauteils in Creo Parametric werden diese Flächen erkannt und in der korrekten Farbe dargestellt. Ich kann mit diesen Flächen jetzt auch weiterarbeiten. Ich kann Flächen vereinigen, herausnehmen oder ich kann Flächen neu aufteilen. Und auch diese Flächen bei Bedarf einfärben. Wenn ich dieses Modell ebenfalls wieder speichere, kann dieses Modell in Modeling wieder geöffnet werden. Und wird in der entsprechenden Farbkombination dargestellt. Sehr schön, wunderbar. Ja, man merkt also, dass die Programme wirklich immer enger zusammenwachsen, dass die Features, die Anwendungen vom einen Programm ins andere übernommen werden und bearbeitet werden können.
Wobei, so wie ich sehe, klar, also die Richtung ist so, es wird mehr von Element Psych drüber übertragen zu Creo-Parametric. Das ist so die Richtung, wo mehr passiert, hängt aber auch damit eigentlich zusammen, dass Elements Direct keine Parametric, keine Historie verarbeitet. Deswegen ist eigentlich der Weg zurück nur bedingt mit dem, was halt eine Geometrie übertragen kann, möglich. Ja. Gucken wir noch kurz in das Thema Visualisierung rein. Eigentlich ein Thema kommt so ein bisschen aus der Winchell-Welt mit den Creo View, also aus dem Viewing-Sektor entsprechend raus. Das Ganze, da bewegt sich auch immer mehr, also gerade das Creo View und die entsprechenden Adapter dazu. Wir laufen immer wieder Erweiterungen und Verbesserungen. Und hier scheint sich auch wieder einiges getan zu haben. Was heißt scheint? Wir sehen es. Es hat sich getan. Das macht die Sache wirklich interessant auch für das ganze Thema Viewen von Elements Direct, Baugruppen, Bauteilen. Und hier denke ich, wird man auch im Kontext von Winchell noch einiges mehr noch sehen, was gerade so standardmäßige Baugruppenpositionierungsverhalten, wie soll das vonstatten gehen. Also da tut sich auf jeden Fall in dem Bereich auch immer mehr. Ich glaube, da haben wir jetzt aber nichts Entsprechendes dazu. Gehen Nee, wir mal. da wird nichts vorbereitet. Da haben wir nichts anguckt. Gut, gehen wir mal in den Plattform-Support rein. Wichtig für viele, da auf der Windows-Seite bestimmte Betriebssysteme ja abgekündigt wurden und auch entsprechend jetzt neue da sind. Windows 11 Support ist entsprechend jetzt auch für Creo Direct vorhanden. Und das ist einfach von der Seite her, da ist klar, da muss PDC immer nachziehen, dann, was das anbelangt. Auch im Bereich der Datenimportfunktion sind wieder Aktualisierungen für entsprechende Direktformate vorgenommen worden. Und im Bereich Datenmanagement, im Drawing Manager, Model Manager Bereich hat man eine klarere Unterteilung über die Symbole, dass man weiß, wo befindet man sich gerade. Also bin ich im Model Manager unterwegs. Neue Symbole, wie jetzt das Drafting im Drawing Manager zum Modeling, im Model Manager, dass man auch hier klar einfach sieht, okay, wo bin ich denn eigentlich gerade unterwegs? Macht das Handling etwas geschmeidiger und ja, dass ich die falsche App oder falsche Applikation dann starte und das macht es eigentlich von der Seite her etwas interessanter von der Handhabung her. Was im Model Manager dann schon eher dann, ich sag mal, gravierender, wichtigere Themen sind die Unterstützung von entsprechenden SQL-Server-Versionen, aber auch jetzt mit Log4j. Da gab es kurz ja mal einen Aufschrei in verschiedenen Unternehmen, die hier virentechnisch über diese Lücke angegriffen wurden. Das wurde dann eigentlich geschlossen vom PDC und da hat also jetzt hier auch entsprechend durch den Update hat mal wieder Ruhe zu bestimmten Themen dann, ja. Gut, gehen wir noch auf ein anderes Thema ein. Das Thema KeyShot. Pedestrian hat ja auch einen KeyShot-Vertrag. Da hat sich was getan in 2022 durch die Öffnung bestimmter Märkte und Auslaufen von, ja, ich sag mal, bestimmter vorher angehaltenen Vereinbarungen für die Länder. Da gibt es jetzt also hier eine Öffnung. Was kann man machen? Tolle Bilder sieht man, ja. Und ich hätte Also ja. ich muss vielleicht nochmal darauf hinweisen, Wolfgang, wenn ich dich unterbrechen darf. Das ist kein Foto, sondern das ist gerendert. Das ist ein gerendertes Modell aus KeyShot, was wir hier sehen. Ja, da bin ich echt Man über. Also ich wollte glaubt es dir, es nicht. ich ja, ich wollte es dir nicht glauben. Ich wollte es dir nicht glauben. Ich habe gedacht, naja, jetzt regt er mich aus, hat er irgendwo unter einer Unterführung in der Autobahn ein schönes Bild gemacht von dem Fahrzeug, wo er das sieht. Ein Ja, Geschäftsauto. aber ja, sehr interessant. Aber nein, ja, es ist tatsächlich ein gerendertes Bild. Also sehr interessant, sehr tolle Technologie und schön, umso mehr schön, dass wir mit unseren Kunden auch über diese Themen
und in Zukunft mehr unterhalten können. Also wer sowas Tolles dann abliefern möchte für seine Kunden, als im Marketingsektor auch, wie, oder Produktvorbereitung, ob der Style passt zu dem, wie man es auf den Markt bringen möchte, da spielt KeyShot ganz, ganz vorne natürlich mit. Aber jetzt gucken wir doch mal kurz rein. Seit 2022 hat PDS Vision nun auch KeyShot in seinem Vertriebsportfolio, womit mit wenig Aufwand 3D-fotorealistische Elemente dargestellt werden können. Dazu können beispielsweise aus Creative Elements Direct Modeling 20.5 Objekte exportiert werden als PVZ-Datei. Welche dann in KeyShot geöffnet werden können. Mit relativ wenigen Mausklicks können dann Materialien oder Oberflächen hinzugefügt werden, beispielsweise Stahl, der über das gesamte Bauwerk gelegt werden kann. Und hier sieht man schon beispielsweise die Reflexionen oder Ähnliches auf den Bauelementen. Genauso sind auch andere Materialien möglich, wie beispielsweise Glas, die ich dann auch auf einzelne Teile wie den Auspuff legen kann. Also, ja, muss sagen, tolle Sachen, was man da machen kann. Denke, auch für viele interessant. Muss nicht immer ein Style-Produkt sein, auch im Maschinenbau kommt es immer mehr darauf an, dass Produkte toll aussehen, entsprechend auch dargestellt werden. Und von der Seite her, ich denke, für viele ist es sehr interessant. Also was ich natürlich hier sagen kann, ist, liegt nur so ein erster Wurf, das ganze Ding mit Flächen, Materialien zu belegen. Das hilft immer, wenn man so vorab mal von der kurzen Präsentation beim Kunden, die Maschine ist in Entwicklung, man will es dem Kunde zeigen, dann kann man solche Dinge mit wenig Aufwand hier betreiben. Natürlich kann dieses Tool noch viel, viel mehr. Also man hat es eingangs gesehen, dieses Auto, das mache ich natürlich nicht mit ein paar Handklicks, aber ich kann mit ein paar Handklicks und Mausklicks schon ein hochwertiges fotorealistisches Modell erstellen, der sich auch für diese Vorteile in KeyShot bietet. Ja, also absolut sehe ich auch so. Ja, jetzt sind wir schon am Ende von unserer Vorstellung von Creative Elements Direct 2025 und dem kurzen Ausflug, was wir mit KeyShot machen können. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.